So, liebe Freunde, weiter geht es mit Spider-Man Remastered. Hier machen wir genau weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Bei der Basis der Dämonen müssen drei lautlose Takedowns ausführen, um einen Bonus zu bekommen. Jetzt ist sicher. Hat mich überrascht, was? Hey Jungs, Vögel beobachten? Ich habe ein paar Tauben gesehen. Die Typen drin sollen sich nicht ausgeschlossen fühlen. So, wo ist denn der Eingang? Ja. Ich habe gedacht, ich könnte alle drei schon da oben ausschalten. Weil die meisten Dämonenverstecke sind MJ, oben eine Klappe und dann... Ort auf deiner Liste und rate mal, was ich gefunden habe. Dämonen? Die Kandidatin hat 100 Punkte. Du kannst rausfinden, was die vorhaben, und ich stelle mich mal vor. Ja, die lautlosen Takedowns. Zählten nicht. Gut. Dann haben wir schon mal einen. Okay, der nächste. Und dann muss ich angreifen. Besten sollte ich die Scharfschützen ausschalten. Denn sind die nicht so das Thema. Schlaf schön. So, und jetzt fehlt nur noch eine 35-Treffer-Kombo. War das so, ja. So, dann wollen wir mal. Der Kombozähler wird halt zurückgesetzt, wenn ich Schaden nehme. Deswegen muss ich hier immer perfekt ausweichen. Verdammte Kacke. Ich hoffe, die neuen Jungs haben etwas mehr drauf. Denn die letzten Typen gehen. Peter, da werden angeblich Souvenirs für Läden in Chinatown importiert. Das, was die hier importieren, brauche ich nicht als Andenken. Drogen? Dämonen. Die bringen wohl ihre Kumpel in Schiffscontainern rein. Erklärt, wie ausländische Bürger mit Vorstrafen ins Land kommen. Komm, noch einen. Hä? Warum ist der Zähler? Ach so. Ja, keine Gegner mehr hier waren. Ihr seht sauer aus, Jungs. Ich glaube, den Bonus kriege ich nicht mehr. Ich habe meine guten Jokes für die anderen verbraucht, aber ich wiederhole mich gern. Ach Mann. Das ist nervig. Ja, vielleicht schaffe ich es doch noch. Das ist
ist, als würde die Band schon die vierte Zugabe spielen und du willst eigentlich nur nach Hause. Jawohl. So, muss mich ein bisschen konzentrieren gerade. Kommt nur her, Leute! Ich habe jede Menge Netze für euch alle. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich halt ein 72er-Kombo. Ich habe vergessen, dass die Gadgets auch zählen als Treffer. Auch von den Drohnen. MJ, ruf die Polizei. Alle Dämonen sind außer Gefecht gesetzt. Aber denk an ein Souvenir für mich. Okay. Dann wollen wir mal... Ja, die Sammelsachen werden immer weniger. Aber keine Sorge, noch haben wir nicht alles. Ich glaube, wir haben noch kein Viertel auf 100%, weil das können wir noch gar nicht. Weil gewisse Sachen noch fehlen. Weil in der Hauptstory sind wir noch gar nicht so weit. Ich will ihn einspinnen und an eine Wand festmachen. Klappt nicht. Jetzt aber, komm. Geht doch. So, noch besser. Jawohl. Puh. Sorry, Jungs. Ich scheine ein Helfer-Syndrom zu haben. Und dann sagen sie am Ende, wir brauchen dich nicht, Spider-Man. Verpiss dich. Aber, meh. Da will man doch nur helfen. Friedlich regeln, wenn ich Kuchen hole? Kuchen also. Hä? Ich hing am Baum fest.
Krall in dir. Danke für die Rettung, Spidey. Aber gern doch, ihr gruseligen Faschosoldaten. So, wir sind so gut wie da. Ha, eine Taube. Nee, die holen wir uns was. Die ist schon... Hallo, Doktor. Hallo, Peter. Es dauert nur eine Minute. Wow. So viel neues Zeug hier. Wir müssen unseren Arbeitsplatz. Wo haben Sie die Ausrüstung her? Hab all meine Beziehungen spielen lassen und ein paar Kredite aufgenommen. Wir fangen wieder ganz von vorne an. Aber dieses Mal wird es anders sein. Oh ja, ich glaube auch. Unser erster Freiwilliger, Lance Corporal Texidor, verlor seinen Arm in Übersee und will nur seine Tochter wieder umarmen. Hm. So traurig. Sie waren fleißig. Das ist erst der Anfang. Bis jetzt haben wir die Prothetik aus einem völlig falschen Blickwinkel betrachtet. Warum Leute nur wiederherstellen, wenn wir sie auch besser machen können? Okay, das sollte reichen. Bereit? Alles in Ordnung? Verdammt! Das ist alles deine Schuld, Norman, du Verdammter! Na, ich weiß, wen Sie demnächst nicht wählen werden. Sorry. Ich mache immer gern schlechte Witze in angespannten Situationen. Es ist ein guter Witz, Parker. Ich habe nur ein wenig überreagiert. Nein, keine Sorge. Machen Sie doch eine Pause. Ich räume hier auf und werde schon mal den nächsten Test vorbereiten. Also, ich will nicht indiskret sein, aber anscheinend haben Sie und Norman eine Vergangenheit. Wir beide waren Laborpartner im College. Tja. Und wurden Freunde. Gründeten eine Firma. Wir beide wollten die Welt, naja, verändern, nur auf verschiedene Weise. Moment. Sie waren früher bei Oscorp? Ich stecke sogar mit im Namen Oscorp. Früher in der Schule nannten uns alle nur die O's. Ein Korb noch dazu und, tja, einprägsamer Name. Warum haben Sie aufgehört? Norman wurde immer besessener von der Genetik. Er begann mit einem Projekt, das ich unethisch fand. Und es kam zum... Es wurden Anwälte eingeschaltet. Ich ging und dafür gab es einen Vergleich. Aber das Geld reichte nicht sehr lange. Und seitdem bin ich auf Zuschüsse angewiesen. Wenn dieses Projekt nicht funktioniert... Keine Sorge, das wird es. Ich werde das hier schnell aufräumen. Ich mache frischen Kaffee. Überprüfen Sie auf jeden Fall die Kontrolleinheit. Könnte ein Kurzschluss sein. Okay, wird gemacht. Falsche Spannung, oh nein. Nicht gut. Muss den Schaltkreis umleiten.
passt doch nicht. Achso, die Teile kann ich ja abnehmen. Zielspannung 5. Ah, okay. Und war ich schon drin. Oh, dieses Mal haben Sie die Ehre. Ich glaube, wir haben's. Nächster Schritt: neurale Schnittstelle. Das ist ziemlich viel Arbeit für einen ganz allein. Kommen Sie zurecht? Offensichtlich nicht, wie sich heute gezeigt hat. Ich habe nämlich noch keinen neuen Job. Ich kann sie nicht. Ich weiß, ist schon okay, keine Sorge, mir fällt schon was ein. Was ist schon Geld, wenn man die Welt verändern kann? Auf die neue Welt. Verpasster Anruf von MJ. Hey, Doktor, ich muss gehen, aber ich komme später wieder. Keine Sorge, die Arbeit läuft ja nicht weg. Was ist das? Nani. Sind wir denn da? Was ist das alles, Doc? Sieht wie eine Panzerung aus. Verteidigungsprototypen. Faszinierend, wirklich. AIM hat mich um Arbeitsbeispiele gebeten. Warum sollte ich ihm meine Genialität vorenthalten? Ha, das war ein Witz. Advanced Idea Mechanics. AIM. Was haben wir denn hier? Doc arbeitet an einem subkutanen Verabreichungsverfahren. Vielleicht um Abstoßungen zu vermeiden. Aber das ist eine verdammt große Nadel. Auf dem Screen auf jeden Fall. Moment, ist das das Raft? Arbeiten Sie für das Hochsicherheitsgefängnis? In der Tat. Sie holen Angebote für die Modernisierung Ihres Sicherheitsnetzes ein. Ich könnte es versuchen. Lukrativer Vertrag, eine schwierige, aber interessante Aufgabe. Ist das so? Das ist noch ein Audiolog. Wir haben uns auf den Gliedmaßenersatz konzentriert. Nerven mit abgetrennten Gliedmaßen verbunden und deren Funktion repliziert. Aber warum geben wir den Leuten nicht etwas völlig Neues? Etwas, das unseren Köpfen entspricht. Uns alle von unseren Körpern befreit. Und die unglaubliche Macht unserer Gedanken entfesselt. Die unglaubliche Macht unserer Gedanken. Was ist denn damit? Das ist doch so simpel, warum mache ich es mir so kompliziert? Es ist doch noch alles easy. Können wir auch noch ein paar Erfahrungspunkte mitnehmen? Also diese Substanzdinger, die habe ich noch gar nicht gemacht. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ein weiterer potenzieller Kontaktwerkstoff zu sein. Durchaus. Doch nicht. Ach so, okay. Check. Nein, das da.
Oh, Hydrogel-IPN. Vielversprechend. Wäre bestimmt ein tolles Gewebeinterface. Was wollte Doc denn damit? Was er damit wollte? Weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen sniffen. Sehr leitfähig. Aber wer weiß, wie stark es sich langfristig abnutzt. Kohlenstoff-Nanoröhren, was ein Wort. Wenn es bei Ihnen in der Quizshow vorkommen würde, mit nur so einzelnen Buchstaben. Das komplette Wort musst du erraten. Holy shit. Doc hat die Biokompatibilität von Graphen getestet. Nee, das passt nicht ganz. Ist auch nicht richtig. Nee. Okay. Man hat halt nur einen Wegmach. Dingsy-Dings. Das stimmt doch nicht. Nein, das ist auch nicht richtig. Passiert halt nicht. Wobei. Nee. Da wo eins zu viel ist, müsste eigentlich eins abgezogen werden, aber rein theoretisch ist es auch anderweitig möglich. Ich glaube eher, dass es hier hinein muss. Hat aber keinen Sinn, wir haben keins mit drei. Eigentlich war es gar nicht so schwer. Einfach nur. Toll. Ziemlich hohe Zytotoxizität. Aber nur ein kleiner Denkfehler. Okay, die anderen machen wir wann anders. Weil wir haben ja noch ein Date mit Mary Jane.
Wir wollen sie ja nicht noch länger warten lassen. Ein neuer Anfang. EP verdient 3000. Sorry, ich habe deinen Anruf verpasst. Steht unser Essen noch? Essen? Oh, ja, ich wollte eigentlich etwas anderes, aber ja, reden wir beim Abendessen. Mein Angebot, bei dir was zu kochen, gilt noch. Tatsächlich? Tja, ich liebe das Risiko. Ich habe noch zu tun, aber ich kaufe dann ein und melde mich, wenn ich zu Hause bin. Okay, bis bald. Okay, Abendessen bei MJ. Geringe Erwartungen. Das muss doch klappen. Dann bin ich wohl selbstständig unterwegs, bis sie anruft. Kein Problem. Oh, hier gibt es noch mehr. Weiterer Anzug. Oh, der ist geil. Monster-Tarnanzug. Zerfeld-Projektor erzeugt ein Zerfeld, das dich vor den Augen der nicht animierten Gegner verbirgt. Herausforderungsmarken brauche ich noch. Oh, das kann ich aufbessern. Wissenschaftssieg, Trophäe erhalten. Ja, für den Rest brauche ich noch ein bisschen Gedöns, aber wir nähern uns. War noch die Herausforderungsmarken, aber wo kriege ich die her? Ich glaube, das kommt später erst noch, weil da ist, wie ihr seht, noch gesperrt. Ich kann in manchen Teilen der Stadt halt auch noch kaum was machen. Das meiste habe ich schon gemacht. So on the fly. Oder irgendwelche Verbrechen bekämpft halt. Da, wo halt welche waren. Da ist noch ein Rucksack. Dann schwingen wir uns mal in die Richtung. Da ist noch so ein Black Cat Ding. Ist jetzt in entgegengesetzter Richtung, aber nicht schlimm. Ja, noch kurz durch diesen Park hier. Also Triple J, früher dachte ich, dass sie übertreiben, wie gefährdet unsere Stadt ist. Aber nach dem Bombenattentat im Rathaus muss ich zugeben, sie hatten recht. Das höre ich in letzter Zeit oft. Man gratuliert mir, aber ich will keine Gratulation. Felicia glaubt, sie spielt mit mir, aber ich erfahre bei jeder Szene etwas Neues. Haben wir denn? Wir erfahren, wo sie war, ja. Das auf jeden Fall. Kitty Cat, wo bist du? Da ist ein Graffiti von ihr. Ja. Noch eine. Hier wohnt ein bekannter Anwalt. Sie will ein Anwalt. Daran, um neue Opfer zu finden. Oh, guckt euch mal das an. Das ist ja niedlich. So, da sind noch Forschungsdinger. Die können wir natürlich auch noch gerade mitnehmen. Vor allem, weil das Schnellreisepunkte sind. Ding, ding, ding. So, Leo. Datenbackup. Einer der unwichtigsten Aspekte bei einem Projekt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er zum wichtigsten wird. Diese Station hilft uns, die Überlaufdaten von allen anderen Stationen zu sammeln. Ein Backup für unser Backup. Ein Backup vom Backup. Okay, diese Station sammelt Überlaufdaten von allen anderen. Wir wollen ja nicht Oscorps Speicherplatz verschwenden. Egal, bitte tu mir den Gefallen und überprüfe, ob alles reibungslos läuft. Sonst war die ganze Arbeit umsonst. Nicht genug Serverplatz. Es kommt zu einer Überlastung. Dann gibt es eine Löschung. Harrys Daten gehen verloren. Das darf ich nicht zulassen. Moment, die ESU hat ja einen ungenutzten Sicherungsserver. Der wäre ideal für den Datenüberschuss. Ich muss die Übertragungsschüsseln ausrichten, um eine Verbindung herzustellen. Schnell!
Der aktive Empfänger ist leicht zu finden. Ich muss da hoch. Okay, alles klar. Deine Angeschafft. Ich muss nur weitermachen. Habe ich gerade pennt. Der Empfänger ist leicht zu finden. Okay, jetzt eine andere Verbindung finden. Geschafft. Ich muss nur weitermachen. War denn der andere? Ach Junge, jetzt da hoch. Ach da. Was verbraucht den ganzen Platz auf Harrys Servern? Sah nach DNA-Sequenzierung aus. Aber das gehört nicht zu den Aufgaben der Forschungsstationen. Ich hab ihn. Konzentrier dich, Pete. Es ist egal, was auf dem Server ist, wenn alles gelöscht wird. Da hinten. Fast geschafft. Das ist aber eine ganz schön weite Übertragung. Weg da, ihr Tauben. Der ist nicht. Der jetzt in der Nähe des ESU-Servers sein. Geschafft. Ich kann den Datentransfer einleiten. Beeilung! Okay, dann wollen wir mal. Sieht gut aus. Mal sehen. Erfolgreich. Es funktioniert. Ha, das verpixelte Logo. Habt ihr das gerade gesehen? Das sah echt super aus. Hochauflösende Texturen, überall. Das sollte funktionieren, bis Norman Harry neuen Serverplatz zuweist. Und er wird es gerne tun, wenn er hört, was die Station geleistet hat. Hoffe ich doch. Das war die ganze Arbeit umsonst. So, liebe Freunde, und an dieser Stelle ist erstmal Schluss für heute und ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei Spider-Man Remastered für die PlayStation 5. Ja, in der nächsten Folge, ihr habt gerade gesehen, MJ ruft an und dann kochen wir was ganz Leckeres für MJ und ja, so ein bisschen Me-Time, sie und ich und so, ne? Und dann gucken wir mal, was so geht. Also, bis zum nächsten Mal bei Spider-Man Remastered.